Also eigentlich war das Ganze anders geplant. Wir haben es jetzt 19:58 Uhr. Eigentlich wollten wir um 14 Uhr schon hier sein. Aber leider kam da eine Kleinigkeit dazwischen. Staus. A63 Mainz Richtung Kaiserslautern zwischen Kirchheim-Bolanden und Göllheim, ein LKW-Unfall, 2 Kilometer. Okay, wir stehen seit 2 Stunden. Seit 2 Stunden stehen wir hier und es passiert eigentlich nichts. Ja, ungefähr 2 Stunden. Es dauert noch ungefähr eine halbe bis eine Stunde, aber es gibt keine zeitliche Festlegung, bis wir dann in der Rettungsgasse jetzt auf der anderen Seite lang von der Polizei wieder zur Ausfahrt geführt werden. Wie lange das dauert, was da genau passiert, weiß niemand. Aber es ist auf jeden Fall noch ein bisschen zu warten. Es ist ein richtiges Abenteuer. Seit 2,5 Stunden hängen wir hier fest, aber da vorne dreht sich was, wir kommen weiter und es gibt wahrscheinlich sogar gleich Wasser. Ein bisschen was. Das ist schon mal cool, das Rote Kreuz teilt das Wasser aus. Wir haben super nett vom Roten Kreuz Apfelschorle bekommen. Also top Verpflegung hier. Und wir fahren. Oh mein fucking Gott. Ja, Mann. Boah, das war jetzt so ein Erlebnis. Also wir haben jetzt irgendwie 2,5 Stunden, fast 3 Stunden auf dieser Autobahn gestanden und nichts hat sich bewegt, weil da ein LKW sich überschlagen hat und das alles weggeräumt werden muss. Und jetzt fahren wir endlich wieder. Also die Koordination war richtig, richtig gut, muss man mal sagen. Weil wir konnten perfekt wenden. Wir haben vorher noch was, wie gesagt, wir haben was zu trinken bekommen. Wo war das jetzt? Ah, hier. Wir haben was zu trinken bekommen. Aber sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist Wahnsinn. Die ganzen LKWs, die hier alle noch stehen, die müssen alle noch... Okay, sind nur normale Schwertransporter. Aber das war... Die ganzen LKWs müssen alle noch hier warten, weil die können sich natürlich nicht drehen auf der Straße. Das ist zu lang. Und die tun mir richtig leid, weil die müssen warten, bis es wieder vorangeht. Wir können jetzt aber bis zur Ausfahrt und dann einmal rum. Und das bei 30 Grad. Und ja, dank dieses tollen Staus sind wir jetzt, naja, viele Stunden zu spät hier angekommen. Aber wo sind wir eigentlich momentan noch im Parkhaus? Wir sind heute angekommen und haben jetzt sozusagen 4 Wochen, haben jetzt sozusagen 4 Tage Paris vor uns. Und ja, ich war noch nie in Frankreich, ich war noch nie in Paris und ich bin unglaublich gespannt. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern ich habe auch noch Lukas dabei. Und ja, wie gesagt, heute ist Anreise gewesen, es war sehr stressig, es war sehr lange und sehr heiß in diesem Auto, 37 Grad, wir sind lange rumgefahren, aber jetzt angekommen und jetzt geht's zum Hotelzimmer und erstmal, na, keine Ahnung, duschen oder sowas. Die sind zu klein. Scheiße. Achtung, singende Tür. Hören wir die Tür singen. Was ein Gesang. Please, you know I can't stand it. When you don't talk to me, when you don't talk to me, yeah. Wo ist hier? Ach, scheiße, was ist das hier? Einmal rein, einmal hin, einmal hin. Something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. Ich bin begeistert, es funktioniert. Wow! Was ein
Abenteuer. Hui. So. 22.46 Uhr. Wir sind schon essen gewesen, also wir haben schon wieder was gegessen. Und wir sind kurz unten ein bisschen durch die Nachbarschaft gelaufen, haben uns ein bisschen angeguckt, was das alles so hier gibt. Ich hatte die Kamera allerdings nicht dabei, weil ich einfach diesen ersten Abend jetzt kurz zum Ankommen brauchte. Ich werde allerdings dieses Video und den morgigen Tag zusammen in ein Video packen, also diesen Tag und den morgigen Tag zusammen in ein Video. Einfach, weil sonst das Video hier einfach zu kurz wäre. Morgen gehen wir tatsächlich dann auf den Eiffelturm, also das Wahrzeichen von Paris, werden wir morgen sehen und den Rest weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Müssen wir morgen gucken. Jetzt aber erst einmal, ja, wird geschlafen und dann sehen wir uns morgen früh zum Frühstück und dann wann auch immer. Ja, bis dann. Ich verstehe es immer noch nicht. Ah! Guten Morgen aus Paris! Heute ist unser erster offizieller Tag hier und gestern habe ich ja nicht mehr so viel mitgefilmt. Wir sind hier tatsächlich in so einer wirklich kleinen Nebenstraße, die mich ein bisschen an Amsterdam immer erinnert, aber das ist, glaube ich, grundsätzlich so bei großen Städten. Eigentlich die ganze Nacht Autos lang gefahren und das Zimmer ist wirklich hier oben. Das da. Oder das da drüben. Auf jeden Fall sind die ganze Nacht Autos lang gefahren, es hat die ganze Nacht irgendwelche Lichter gegeben und es war sehr, sehr hell, auch durch die Straßenlaternen dort. Aber es war eine, ich fand, relativ angenehme Nacht. Wir suchen jetzt erstmal was zu frühstücken. Boah. Das hier ist ein richtig geiles Frühstück und der Kaffee sieht hier richtig, richtig gut aus. Voll guter Laden hier. Das da war übrigens unser Restaurant gerade. Das gehört einfach zum Hotel dazu. Mega der gute Kaffee gewesen. Boah, ich habe noch nie so guten Kaffee. So schön aussehend, so lecker gesehen. Der Hammer. Das ist alles irgendwie ein bisschen runtergekommen. Weiß ich nicht. Hier sieht es jetzt auf einmal ein bisschen mehr nochmal nach Paris aus. Wow, krass. Eieiei. Sind wir hier wohl bei dem, naja, Wahrzeichen, früheren Wahrzeichen von Paris mit Notre Dame. Hier ist so ein Touristenspot, hier kann man ganz gut den Eingang fotografieren, deswegen steht hier jeder und jeder hat das Handy in der Luft. Aber ja, ist halt irgendwie schon krass, weil, guck mal, wie sauber diese Vorderwand ist. Das hier ist da, das ist die vordere Seite. Und dafür, dass das Ding jetzt vor kurzem leider gebrannt hat, ist es halt krass zu sehen, wie wenig man von diesem Schaden eigentlich sieht. Also gut, es fehlt halt ein Dach und da hinten der Turm ist weg, aber es ist nicht verrußt und es ist eigentlich immer noch relativ prachtvoll dafür, dass das Ding lichterloh in Flammen stand. Vor allem tut mir halt auch die Feuerwehr leid, die hier durch diese engen Gassen durch musste, nur damit man dann das ganze Feuer dort hinten irgendwie löschen konnte. Haben sie aber geschafft, immerhin die noch zu retten. Ja, Bauarbeiten zu wieder aufbauen. Aber dennoch, schon ein krasser Ort, also krass zu sehen und sich auch vorzustellen, dass das hier gebrannt hat. Und jetzt von der Seite da hinten hier rüber über die Brücke hier hin und hier hat man einfach einen unglaublich tollen Blick nochmal auf Notre Dame, muss man halt mal sagen. Also hier ist eine coole Sache, viel besser als irgendwie sich da vorne in irgendwelche Touristenmengen reinzuquetschen. Aber sowas findet man nur, wenn man rumläuft. Es sieht krass aus, ich kann mir vorstellen, wie es vorher aussah, aber ich kann mir auch vorstellen, wie krass es aussah, als es gebrannt hat. Ich glaube, Zebrastreifen in Frankreich heißen grundsätzlich eigentlich Scheiß drauf. Ich fahre dennoch weiter. Kleine Mittagspause im Central Park. Das ist nicht der Central Park. Fake News. Und dieser Bahn ist so warm, hier sind es mindestens 40 Grad. Es gibt keine Klimaanlage und nichts, es ist einfach nur warm. Oh Gott. Oh Gott. Ey, in diesem Zug waren es 45, 60.000 Grad. Ey, oh mein. Oh Gott. Ey, dagegen ist das hier Antarktis. Ist das angenehm. Oh, ich schwitze so sehr. Scheiß Zug. Wow. Oh Gott.
there's something inside that brings me back to you. Yeah. No, I can't hide it. No, I can't hide it anymore. Hier ist jetzt die Aussicht vom Eiffelturm. 324 Meter hoch und ja, wirklich perfekter Blick über Paris. Unglaublich, hier oben mal zu stehen. Eröffnet im Jahr 1889 und seitdem halt wirklich in Betrieb. Bis wir hier oben waren, hat es gerade so lange gedauert. Also wir haben wirklich 1,5 Stunden gebraucht, bis wir hier oben sind, mit den Aufzügen hochfahren konnten und so weiter und so fort. Das war schon relativ kompliziert und hier oben ist es sehr windig, der Turm wankt, ich kann den Arm nicht ganz ausstrecken, so wäre es eigentlich. Weil so viele Leute sind, aber der Blick hier, den kennt man, das ist das Bekannte, den Blick kennt man und irgendwie, ich weiß nicht, es ist doch ein sehr schöner Moment, einfach mal hier oben zu sein. Allerdings fühle ich mich selber ehrlich gesagt gar nicht so wohl. Hinten? Ist der Arc de Triomphe, da gehen wir morgen wahrscheinlich nochmal hin. Heute wahrscheinlich nicht mehr. Ich würde gerne jetzt eigentlich nochmal nach da unten und ein paar Aufnahmen machen. Von dem Turm, um den mal ganz drauf zu haben. Allerdings muss ich jetzt langsam mal wieder runter. Mir reicht's. Oh mein Gott, wir sind wieder unten. Wir haben es geschafft. Da oben, da waren wir. Und das ist ein bisschen krass. Ja, und nun präsentiere ich euch zwei Aufnahmen ohne Ton. Ich habe in diesen 3 Tagen immer wieder die Kamera vom normalen Stativ auf den Gimbal und wieder zurückgebaut. Und dabei ist mir immer wieder passiert, dass ich das Mikrofon nicht eingeschaltet habe. Hier sind 2 Aufnahmen, in denen ich das nicht getan habe. Allerdings sind sie relativ wichtig, um zu verstehen, wo ich gerade im Video bin. Deswegen sage ich kurz, ich bin da, wo ich gerade vom Eiffelturm runter gezeigt habe. Nämlich auf diesem Platz, um den Turm einfach mal komplett drauf zu bekommen. Ja, nur leider, wie gesagt, ohne Ton, weil Mikrofon war nicht an. So, es ist jetzt 23.02 Uhr. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erkennen kann auf der Uhr. Es ist knallheiß in unserem Zimmer hier. Ich würde schätzen, irgendwas mit 30 Grad. Das gute Ventilatorteil arbeitet noch. Ich habe jetzt heute Abend nichts mehr irgendwie mitgefilmt. Aber ja, ich sage jetzt erstmal für das Video Tschüss. Und typischer Kram halt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was man besser machen kann und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video aus Paris wieder. Und bis dann. Dieser Zug hat Reifen. Zug kommt.